Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Parkitect, meine lieben Freunde. In der letzten Folge haben wir hier diese wunderschöne Achterbahn gebaut, die wir jetzt aber mal farblich anpassen, denn dieses Orange geht ja mal gar nicht. Was ist denn so ein bisschen karibischer? So ein bisschen hier so gelb in der Mitte und dann das Orange müsste schwarz sein. Das wird nämlich ein schöner Dortmund Coaster, liebe Freunde. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, und die bleiben so. Das ist in Ordnung. Die Wagen können auch erstmal so bleiben, finde ich in Ordnung, wenn so ein bisschen Rot noch dabei ist. Wir testen das Ganze mal. Braucht Eingang und Ausgang. Ja, komm. Eingang, Ausgang. Zack, testen. Ich brauche hier mal die Testergebnisse. Zwei Wagen. Ah, fünf. Warte mal. Also erstmal. Wo war das denn hier mit der Blockbremse nochmal? Ah, shit. Ey, Leute, jetzt mal ernsthaft. Wo ist denn... Ich hab doch hier eine Blockbremse. Warum geht das nicht? Hä? Bin ich blöde? Ich meine, mir ist es egal, ob die jetzt hier halten oder ob das nicht geht, aber wir müssen das natürlich testen. Oh, Aufregung sehr hoch. Aber das ist gut. Das wollten wir ja. Intensität scheint auch sehr hoch zu sein. Allein hier der Tunnel ist natürlich krass. Aber hier geht's eigentlich, ne? Das sieht natürlich sehr, sehr komisch aus. Und dann werden sie hier runtergebremst. Hier warten sie jetzt. Ja, dann müssen jetzt die neuen sein. Egal, mach das Ding jetzt auf. Kostenpunkt machen wir erstmal 18. Testen wir mit 18. So, dann müssen wir das Ganze erstmal anbinden. Das habe ich natürlich wieder vergessen, auf Pause zu machen, ich Trottel. Das heißt, wir haben jetzt schon Jahr 1 August. Egal, das wird schon. Oder? Das kriegen wir hin. So, was hatten wir hier immer für... Die hier, ne? Dann machen wir hier mal ein Schwarz und ein... Ein Gelb, Oh. Richtig schöne Borussia Dortmund Bahn hier. Sehr geil. So. Hier müssen wir gucken. Da müssen wir noch durch. So, da. Das heißt, hier muss der Weg hin. Was hat man denn da? Den hier, ne? So, ist sie auf jeden Fall angebunden. Das heißt, wir machen mal wieder an. Und schauen mal, ob die Leute drauf gehen. Also die Testergebnisse sind eigentlich gut. Die sind auf jeden Fall das, was die Leute wollen. Bisschen mehr Intensität. Sehr gut. Wasserbahn übrigens jetzt auch sehr, sehr gut befüllt. Sehr, sehr gut befüllt. Also da kann man sagen, hier nochmal schön die 16 auspacken. Wir können den Kredit zurückzahlen. Alles. So. Haben wir den jetzt... Der ist jetzt weg. Oder? Aber warum kann ich den... Ich könnte den jetzt nicht mehr nehmen, oder was? Naja. Gut, das sieht einigermaßen gut. Oh, die Leute gehen drauf. Die Leute gehen drauf. Sagen die irgendwas? Die möchten damit fahren, nur... Aber hier die 20... Was war denn da los? Ah, oh mein Gott! Ja, it's auf! It's auf! Der Borussia Dortmund Coaster! Come on! Go in!
It's very, very fine, very good. It's very fast, it's very exciting. Join the Coaster Family. Wir machen jetzt mal hier noch ein bisschen Park Family. Wir müssen mal hier noch ein bisschen was schöner machen. Hier ist jetzt nicht ganz so viel Theming. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen hier. Ein Haus drumherum, ich habe keinen Bock gerade. Ich habe echt keinen Bock gerade auf ein Haus. Was gibt es denn hier noch für fertige Sachen? Welche Details? Wo sind denn hier Requisiten? Was haben wir denn da? Da ist nur so ein Rotz immer. Da, so ein Flugzeug hier will ich haben. Was ist da? Und hier so ein Wasserturm. Macht überhaupt keinen Sinn hier auf so einer Insel. Und es ist geil, dass man das durchbauen kann. Aber es kommt hier zwischen. Hallo! So, schöner Wasserturm. Im Coaster verarbeitet. Da gibt es natürlich noch einen Wagen. So. Jetzt ist die Deko auch was höher, oder? Wo stand das? Sicherheit. Deko, Deko. Du musst diese falsche schließen, um einstellen zu Ende. Ja, will ich doch gar nicht. Ich will wissen, was jetzt hier dekomäßig angesagt war. Was, wo stand denn das? Sicherheit, Budget. Lautstärke. Hä, bin ich weg? Hier war das irgendwo, oder? Ja, ich bin komplett wahnsinnig. Dekoration hoch, da steht's doch. Okay. Leute, die ist beliebt. Die wird beliebt sein. Sehr schön. Wir haben 300 Leute im Park. Das heißt, die Attraktion hier kam schon mal gut an. Und es wird hier natürlich gerade an einer neuen Achterbahn geforscht. Und die ist auch bald fertig, die Forschung. Und das ist natürlich gut. Wie sieht's denn allgemein aus? Müssen wir uns jetzt mal wieder angucken hier. Also, ach, guck mal, die Zufriedenheit geht nach oben. Aber die Erlebnisbewertung ist auf 25%. What the fuck? Was ist das? Ach Gott, Leute, was ist denn das? An der Sauberkeit, klar, müssen wir arbeiten. Da können wir aber auch mal sagen, hier, meine Hausmeister, dass die sich mal trainieren. So, dann stellen wir gerade nochmal zwei neue ein. Und einen Mechaniker. Weil einer geht jetzt mal hier sich bilden. Ihr sollt euch alle bilden jetzt. Guck mal, die gehen sich jetzt alle bilden. Ist in Ordnung, dann ist mein Park jetzt mal gerade leer von Mitarbeitern. Es herrscht Anarchie, aber das kriegen die schon irgendwie hin. Also wir machen, glaube ich, insgesamt, wenn wir natürlich jetzt hier, haben wir jetzt den Kredit zurückgezahlt, aber insgesamt würde ich sagen, machen wir ein gutes Plus. Das heißt, das ist alles in Ordnung, was Finanzen angeht. Aber wir brauchen jetzt auch mal mehr Fahrgeschäfte. Ich brauche jetzt mal hier noch ein Forschungsteam. Natürlich arschteuer, ne? Aber wir brauchen mehr Fahrgeschäfte. Wir haben ja nichts zur Auswahl. Und das dauert hier so mega lange. Vertical Drop Coaster, das ist nicht schlecht. Vertical Drop Coaster wurde schon fertiggestellt? Moment mal, was? Die haben schon einen... Aha! Oh, ein Betriebsergebnis von 1500 haben wir erreicht. Das ist nicht schlecht. Aber hier... Da hätte ich gerne jetzt einen Vorgefertigten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Warte mal, das ist doch ein normaler... Nee, was ist denn das? Das ist so einer, okay. Vertical Drop. Ja. So einen haben wir schon mal gebaut, oder? Der Wing Coaster ist jetzt auch noch fertig. Da brauche ich doch kein weiteres Forschungsteam. Jetzt machen wir mal wieder hier aufregende Fahrgeschäfte. Brauchen wir mal wieder. Ey, die Wasserbahn geht ja vollkommen aus dem Ruder hier. Die ist ja richtig krass. Hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
ist immer noch zu teuer für die meisten. Die geht halt auch nicht lange, ne? Ist natürlich wahr. Versuchen wir es mal mit 57. Wilde Maus hat eine sehr kurze Warteschlange leider nur, aber ist auch egal. Hier ist der Durchfluss ganz geil. Auf jeden Fall, weil da echt viele Leute drauf passen. Gucken wir mal gerade in den Wing Coaster. Das ist natürlich auch ein krasses Teil, ne? Wing Coaster. Da braucht man nicht so viel bauen in der Theorie, das stimmt schon. Da geht es ja wirklich nur darum, mal ein Looping und so zu haben. Alter, okay, der ist extrem riesig. What the fuck, das ist ein Abschusswing. Der hier ist ohne Szenerie, wenn ich das richtig sehe. Geht da hoch? Hat zwei Lift Hills oder was ist das? Hey, wenn, dann würde ich einen Vertical Drop Coaster bauen wollen. Erstmal. Und ich meine, das können wir auch alleine, oder? Brauchen wir doch einen selber. Auf engem Raum, möglichst engem Raum. Ja, hier ist halt prädestiniert, ne? Da müssen wir halt sehen, da muss der Weg noch lang, dass wir da wieder rauskommen. Aber ansonsten kann er doch hier hin. So, und jetzt kann er nämlich, der kann ja einiges. Der kann ja einiges. So, pass mal auf. Ich überlege gerade. Vielleicht hätten wir höher anfangen sollen. Aber egal, wir machen es jetzt so. Kann der... Der kann liftmäßig direkt ab, ne? So. Und dann kann der doch über 90 Grad gehen. Ist das ein spezielles Teil oder was ist das? Das denn kann ich... nee. Wo ist das? Da. Das hier. Das brauche ich. Ist das geil? So eine Kurve hier? Weil warum nicht letztlich, ne? Aber man kann schon hier noch ein bisschen weiter runter. Geht jetzt da minimal durchs Wasser, ne? Schlimm? Eigentlich nicht. Machen wir einen noch weg. Sieht irgendwie komisch aus. Ich will das anders haben. Ich will das hier größer haben. Geht das so noch? Ja. Ah, Leute, hier so ein Ding. So ein krasses Mega-Airtime-Teil. Aber nee, das hier würde das. Das funktioniert nicht. Aber so? Das geht doch, oder? Das kann man doch mal machen.
Jetzt muss man halt nur sehen, dass man hier langsam, aber sicher irgendwie aus dem Speed mal rauskommt. Oh, was ist das denn? Das jetzt, das müsste aber jetzt die gleiche Höhe sein hier, oder? So, jetzt mal wieder ein bisschen humaner das Ganze gelöt hier. Oh, da ist die Parkgrenze. Geht das auch noch so? Ja. Aber jetzt noch ordentlich Speed hier auf jeden Fall, glaube ich, drauf. Packt der das? Nee, da warte mal. Da machen wir hier nochmal einen Drop. Und dann machen wir hier schön den Loop. Warte mal, wie viel Speed haben wir da? Können wir da vielleicht... Mal. Testen wir. Nochmal zurück ein und den Loop ein bisschen größer. Müsste er eigentlich auch schaffen. Weil dann haben wir da ein bisschen besser mit dem Speed gespielt. Und hier machen wir jetzt mal einen richtig schönen Airtime Hill nochmal hin. Und dann brauchen wir hier mal so eine geile Fassrolle. Geht die da über den Stein? Ah, ganz knapp. Ganz knapp. Was ist, wenn ich die Dreier hier auspacke? Das schafft er nicht, oder? Das schafft er nicht. Schafft er das? Freunde, das ist jetzt die Frage. Ja, ich weiß, ich habe die Zeit wieder an. Aber ich muss mal gerade sehen. Da ist sehr gut hier mit dem Speed. Schafft er. Sehr gut. Okay, dann sind wir da über den Stein drüber. Das ist in Ordnung. Und jetzt müssen wir dann auch sehen, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Speed auf der Uhr, dass wir vielleicht so langsam aber sicher auch irgendwie zurückkommen. Was ist denn jetzt? Warum kann ich das denn? Ist das zu nah? Mach mal so. Warum ist das? Ist das echt zu nah? Shit. Wollte schon noch mal. Warte mal. Wo geht's? Das ist jetzt ein bisschen Getüftel hier, aber da ist doch auf jeden Fall eine dazwischen. Oh, ich will durch den Loop. Davor ist das Problem. Man wird da wohl irgendwie jetzt da durchkommen, oder? Jetzt sind wir zu weit. Geht das nicht? Freunde? Oh, das wäre so geil. Das nervt mich. Geht nicht. Kommen wir nicht durch. Ah, schade. Ich wüsste gerade nicht wie. Na gut, dann müssen wir hier gerade bleiben. Müssen wir hier gerade bleiben. Na, hinterm Looping. Entlang gedödelt. Gedädelt. Dann machen wir das so. Sind wir jetzt nicht hoch genug oder was? Warte mal. Ist ja immer noch nicht durch. Warum eigentlich nicht? Ey, warte mal jetzt. Pass mal auf.
Kann doch nicht sein. Man kann einfach nicht durch diesen Looping durch. Ich meine, jetzt ist doch wirklich keine Schiene, die mir da irgendwie in die Quere kommt. Oder bin ich deppert? Ach, scheiße doch. Scheiß doch der Hund drauf, interessiert mich nicht. Wir gehen so über die Bahn drüber nun. Ah, ich weiß jetzt gerade nicht. Warte mal, machen wir hier nochmal besser ein bisschen Neigung rein. Das könnte hier ein bisschen eng werden sonst. So. Und jetzt gehen wir hier langsam zum Ende. Da. Ah, dann gehen wir hier nochmal einmal um den Schmöker rum. Würde ich sagen. Geh doch da gerade runter. Hallo? Jetzt haben wir da leicht ein Problem. Das könnte ein bisschen krass werden. Egal. Brauchen wir hierfür eine Blockbremse eigentlich? Nee, oder? Das passt doch so wahrscheinlich. Aber eine normale Bremse kommt hier auf jeden Fall hin. Und dann gehen wir mal schön auf normal 0. Nee. Sind wir zu tief? Wir sind zu tief. So sind wir doch auch nicht richtig. Naja. Testen wir das Ganze. So, warte mal. Fotopreis? Ich habe doch gar kein Fotoding eingebaut, oder? Auf jeden Fall erstmal hier die 18 auspacken. Unser Testwert. So. Ich will jetzt gerade nochmal sehr hoch, sehr hoch. Das ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. Leute, schon wieder eine neue Achterbahn in dieser Folge entstanden. Wir hauen hier die Achterbahn raus, mein lieber Scholli. Ist doch ganz gut. Wir haben ja 1. Dezember. Ich muss noch gerade die Ziele und dann ist die Folge ganz schnell zu Ende. Wir sind nämlich schon weit, weit drüber. Wo sind sie? Hier. Also, das haben wir erreicht. Ja, die Erlebnisbewertung weiß ich noch nicht. 500 Leute brauchen wir noch und das alles müssen wir halt noch erreichen innerhalb der nächsten 1,5 Jahre ungefähr. Kriegen wir hin, oder? Die 500 Besucher kriegen wir hin. Oder mit der Erlebniswerte müssen wir halt mal gucken, was da Sache ist. Also, ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei Planet Parkitect. Ciao, Leute, macht's gut, bleibt gesund.